So, uns geht's bis auf die Tatsache, dass wir wieder mal Hunger und Durst haben. Gut, ich meine, wie viele Kalorien haben wir? Ja, wir können uns wieder ein Tausender reinzwiebeln. Warum hatte das Stück Fleisch so viel Kalorien? Das Wolfsfleisch hat auch normalerweise bisher immer 1250 gegeben. Das hatte 1500 und noch ein bisschen mehr. Das verwirrt mich jetzt. Kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. So. Ja, so gut ging es uns schon lang nicht mehr. Und wir leben seit 11 Tagen und 4 Stunden. Wahnsinn. Jetzt können wir aber nicht vor die Tür gehen, weil es mal wieder dunkel wird, beziehungsweise schon dunkel ist. Das Einzige, was wir tatsächlich machen können, ist auf diese Art und Weise vor die Tür gehen. Etwas Holz sammeln, was ich jetzt auch eiskalt mache, denn uns gehen ja nach wie vor die Getränke und auch wieder bald das Essen aus. Jetzt sind wir, glaube ich, in diesen ewigen Kreislauf gefangen. Den ewigen Kreislauf des Fressen, Saufen, Schlafen, Fressen, Saufen, Schlafen. Aber wir haben noch einen Accelerant. Bevor die schlecht werden, benutzen wir sie jetzt einfach mal. So. Jetzt 2 Liter Wasser. Danach Fleisch kochen. Uiuiui, dann geht aber die Zeit ganz schön runter. Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt auf jeden Fall die letzte Session ist, die ich fürs erste das hier aufnehme. Bis in diesem Spiel noch ein bisschen mehr drin ist. Ich glaube, wir haben fürs erste schon das meiste gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles gesehen haben. Ich zweifle daran. Dafür ist die Karte viel zu verwinkelt. Und deswegen auch zu unübersichtlich. Und ich schaue jetzt einfach mal, auf wie viele Tage wir es bringen. Also wir hatten bis jetzt nicht ausnahmslos Pech, wir hatten jetzt aber auch kein übertriebenes Glück. Deswegen, ich denke, so 10 Tage, das ist etwas, mal wieder ein gutes Timing, das ist etwas, was man hinkriegen kann. So, genau, erstmal das Wasser sicher machen. Lange, um was einzurühren und aufzulösen. Das sind wahrscheinlich keine endständigen Brausetabletten, die sich innerhalb von ein paar Minuten auflösen. Sondern irgendetwas von nahezu Wasserunlösliches. So. Ja, ist das. Was? Nur 62. Ah, ja. Anscheinend war das schon angeknabbert oder Schlimmeres. Das hat 1000 Kalorien. Ich sollte manchmal echt besser hingucken. Wie viel Kalorien die Sachen haben. Ja, das ist jetzt Verschwendung, aber was soll's. Ist mir jetzt egal. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Also ein paar Kalorien werden jetzt nicht dafür sorgen, dass wir Tage länger leben. So, Moment, wir haben jetzt 2 Uhr morgens. Dann gehen wir jetzt nochmal eine Runde ins Bett. Ja, wenn wir jetzt noch ein Gewehr hätten, könnten wir natürlich noch mehr machen. Aber wir haben keins und deswegen müssen wir damit leben. Auf jeden Fall sind wir jetzt am nächsten Morgen um 6, deswegen entsprechend gut ausgeruht und wahrscheinlich auch noch nicht so hungrig und durstig, dass wir Alarm schlagen müssen. 11 Tage. Der Hunger hält sich in Grenzen. Ja, ist doch fein. Dann würde ich vorschlagen, wir laufen nochmal in das Holzfällerlager. Aber ich rüste einfach nur aufgrund der Paranoia eine Flare aus. Wer weiß, wer da draußen lauert. Genau, dich habe ich gemeint. Ich glaube, dir gebe ich einen Namen. Du bist meine Seuche! Hilfe! Boah! Der kam. Das ist ein aggressives Vieh. Ich glaube, ich lege mich noch mal eine Stunde hin in der Hoffnung, dass er dann einfach weitergezogen ist. Das muss jetzt echt nicht sein. So. Soll er doch draußen auf uns warten und verschimmeln?
hoffe, jetzt ist er weg. Mann, diese Wölfe, ey. Lästiges Volk. Wahrscheinlich gehe ich jetzt raus und er steht direkt davor und schnappt uns. Boah, du blödes Vieh, jetzt renne ich aber. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Lass mich in Ruhe. Der stalkt uns doch. Der weiß, dass wir da drin sind. Der wartet auf uns. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, uns den Tod zu bringen. Er ist vielleicht der langsamste Wolf, den es gibt hier im Wald, aber er scheint auch der cleverste zu sein. Oder er will seinen seinen Verwandten rächen. Das ist echt ein Hetzjäger, ey. Das ist, der lässt nicht nach. Zumindest nicht so schnell. Rennen, rennen, rennen. Naja, wir haben auf jeden Fall Essen und Trinken dabei. Das heißt, wir könnten theoretisch, bis auf die Tatsache, dass es dort keinen Ofen gibt im Holzfällerlager, zumindest eine Zeit lang bleiben. Okay, jetzt scheint der Wolf die Verfolgung abgebrochen zu haben. Aber so wie ich unser Glück kenne, wartet um die nächste Ecke am nächsten Baum der Nächste auf uns. Im Übrigen frage ich mich, ob es... Es ist natürlich eine Frage der Fairness, ne? Aber wenn es einen gewissen Hardcore-Survival-Modus gäbe, wäre es ja sinnvoll, das so realistisch wie möglich zu gestalten, dass die Wölfe wie in echt Rudeltiere sind. Ne? Gut, sehen wir mal davon ab, dass das hier jetzt keine Wölfe sind, denn die können bellen, wie ich es ja schon mal gesagt habe. Denn echte Wölfe können nicht bellen. Das heißt, das hier sind irgendwelche bizarren... Du Wildhund. Naja, das könnte tatsächlich ein Wolf sein, der heult ja tatsächlich, aber irgendwelche Hundearten. Gehen wir mal hier, vielleicht ist das eine Abkürzung. Weil da vorne geht es ja dann schon nach links ab. Rein logisch betrachtet, wenn das hier wirklich Wölfe wären, sollten die auch dazu in der Lage sein, im Rudel anzugreifen. Ich würde es interessant finden und auch begrüßen, wenn die Wölfe, und sei es einfach nur sozusagen, um den Überlebenskampf so nach und nach zuzuspitzen, mit der Zeit anfangen würden, Rudel zu bilden. Also so am Anfang noch alleine und dann so nach und nach sich Rudel bilden würden. Das ist natürlich auch nicht hundertprozentig logisch, was das Wolfsverhalten angeht, aber man könnte es damit argumentieren, da ist schon wieder einer. Die wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Man könnte es damit rechtfertigen und argumentieren, dass die ersten Wölfe welche Späher waren und so nach und nach quasi das Rudel zusammentrommeln, um uns zu reißen. Mann, geh weg. Lass mich doch da rein. Also ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit sagen will. Dass sozusagen mit der Zeit der Überlebenskampf noch deutlich gefährlicher wird, indem dann einfach quasi, wenn man rausgeht, man nicht nur auf einen Wolf, sondern auf zwei oder auf drei im Rudel trifft. Und das wäre dann natürlich, wenn man dann keine Waffe mehr hat, früher oder später natürlich definitiv der Tod. Wäre aber... Da hat's Dixie Klos. Die sind aber neu. Oder sie... Jetzt bin ich verwirrt. Aber vollkommen verwirrt. Ich muss tatsächlich mal in eine ältere Aufnahme reingucken, ob die schon da waren. Oder ob ich die tatsächlich in meiner allumfassenden Blindheit, die ich ungelogen manchmal habe, bisher einfach nur übersehen habe. Also jetzt zweifle ich gerade eben echt an meinen Sinnen. Die waren doch noch nicht da. Das hätten wir doch gesehen, direkt hier vor unserer Feuerstelle mit Blick dahin, oder? Hm. Ja, hilft nichts, darüber zu sinnieren.
Kontrollieren wäre besser zu gegebener Zeit nach der Aufnahme. So, was haben wir hier? Antibiotika, Antiseptikum, Flares. Flares sind definitiv wichtig. Ja, ich nehme auch mit, was soll's. Das war ja leer. Ja, was soll's? Wiegt ja auch nichts. Dich nehmen wir mit, können wir brauchen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Mit. So. Das war ja leer, wie gesagt. Ja, hier ist nichts mehr drin, was irgendwie sinnvoll wäre. Hier auch. Dann haben wir tatsächlich bald alles eingesammelt. Gibt nur noch wenige Sachen, die dann beim Damm sind. Dann haben wir alles drüben, aber nichts davon wird dafür sorgen, dass unser Überleben erheblich in die Länge gezogen wird. Naja, damit müssen wir leben. So, ich werde jetzt versuchen, hier die Abkürzung zu nehmen, die ich mir jetzt denke, weil wir sind ja von da hinten runtergekommen. Und so langsam aber sicher habe ich ja eine Karte im Kopf, wie wir gelaufen sind. Das heißt, wenn wir hier drüber sind, müssten wir eine Abkürzung zu den Bahngleisen haben. So. Ja, das klappt doch. Das ist doch schon mal von Vorteil. So, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was sie alles noch machen. Die guten Leute von Hinterland Studios bzw. Hinterland Games, um das Ganze noch weiter mit Content zu füllen. Der Storyline-Modus ist ja auch noch vollkommen unbekannt, noch nicht implementiert. Und natürlich weitere Karten. Da bin ich echt gespannt drauf. Und eventuell gibt es ja auch noch weitere Items. Meine, cool wäre es zum Beispiel, wenn man nicht nur ein Jagdgewehr finden könnte. Man könnte ja theoretisch auch eine Pistole finden oder eine Jagdarmbrust. Oder was das Crafting-System hergibt. Vielleicht kann man sich ja tatsächlich einen Bogen craften. Und Pfeile. Das wäre doch auch cool. Und dann quasi mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gehen. So, es ist die Frage, ob der Wolf da vorne immer noch auf uns lauert oder ob der es aufgegeben hat. Ich glaube ja nicht, dass wir Glück haben. Auf jeden Fall ist da vorne ein Hirsch. Ah, wir haben schon wieder Hunger. Da vorne ist ein Hirsch. Und wenn da ein Hirsch ist, ist zumindest nicht sofort daneben ein Wolf, weil sonst würde der Wolf ja den Hirsch jagen. Noch ein Hirsch. Okay, ich glaube, der Wolf ist tatsächlich weg. Und der Hirsch würde ihn jetzt definitiv ablenken. Ja, ich glaube, wir kommen auf jeden Fall an. Wunderbar, sauber. Wieder zu Hause. Home sweet home. Darauf ein Schnitzel. Das haben wir uns verdient. 78% Condition. Bei unserem Glück. Was? 131? War das auch schon wieder angeknabbert? Das hat jetzt wieder 1250 Kalorien. Ich bin verwirrt. Ach Gott, und das Wasser geht uns schon wieder aus. Naja, was soll's? Jetzt lagern wir erstmal ein. So. Scrap Metal. Ach, was soll's? Kommt halt da rein. Klaus kommt nach oben. Die Flares behalten wir aus guten Gründen. Ist kaputt, kommt da rein. Kommt da rein, bevor es kaputt geht. Du kommst nach oben. Die Simple Tools. Ach, was soll's, kommt da rein. Nee, können da gar nicht rein, ist voll. Dann halt da rein. Ah, hier haben wir auch noch. Das ist auch schon voll. Ja, also jetzt so gegen Ende, wo wir wissen, dass unser Leben nicht mehr allzu lange dauern wird, sind wir zumindest hardware-technisch entsprechend gut ausgestattet.
Tja, da kann man jetzt schon sagen, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, zu anderen Situationen, aus anderen Gründen. Aber so langsam, aber sicher. Ja, wir wissen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. So, die Suing Kids. Wie spät haben wir es? Wir können gleich nochmal losrennen. Dann renne ich nochmal zum Damm. Was soll's, was soll's, was soll's? Ist doch jetzt auch egal. Dann sollten wir aber Sachen da lassen, die wir nicht mehr brauchen. Also ganz im Ernst. Moment. Ich wollte doch. Nee, Material war das, genau. Die Clothes brauchen wir nicht. Newsprints müssen wir jetzt auch nicht mit uns rumschleppen. Weil dann will ich wenigstens jetzt alles aus dem Damm auf einen Schlag noch geholt haben. So, alles rein, was nicht angewachsen ist quasi. Die brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ja nicht mal mehr Dosen. Ich habe auch nicht vor. Tun wir mal alle rein. Alle rein. So. Die brauchen wir auch nicht. Wir planen nicht irgendwas aufzubrechen. Bleibt da. Bleibt auch da. Wir nehmen zumindest 5 nehmen wir wieder mit. Falls wir doch aus irgendeinem Grund ein Feuerchen machen müssen. So, dann haben wir zumindest die Chance dazu. Was ist noch bei Other? Das brauchen wir eh nicht. Brauchen wir gerade eben eh nicht. Tinderplugs. Ja, lassen wir mal die Hälfte. Oh, geht gar nicht rein. Ja, dann nehmen wir die mit. Gut, dann ist das voll. Und wir sind auf wie viel Kilo? 18. Ja, ich denke, das schaffen wir. Also ich glaube, da kriegen wir alles mit. Und wenn wir doch nicht alles mitkriegen, dann sortieren wir aus und lassen einfach die Sachen dort, die wir überhaupt nicht mehr wirklich brauchen. So. Dann rennen wir mal los. Da hinten ist wieder ein Hirsch. Ein Hirsch bedeutet, dass zumindest innerhalb seines näheren Radius kein Wolf sein dürfte. Denn wie wir gesehen haben, jagen die Biester ja. Also die Wölfe, die Hirsche. Umgekehrt wäre irgendwie seltsam. So. Und dann holen wir alles her. Ja. Und schauen wir weiter, wie lange wir da noch überleben. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach essen, schlafen, sa saufen, essen, schlafen, saufen machen, bis uns alles ausgeht und das alles dann quasi beenden. Aber das wäre ja langweilig. So haben wir immerhin noch die Chance, dass wir tatsächlich an einem Wolf krepieren. Oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Umgekippten, also am Derailment und den umgekippten Bahnwaggons vorbei. Ich sag doch, das ist getriggert, würde ich mal behaupten. So. Übrigens, was ich total krass finde, ist, ihr erinnert euch ja vielleicht noch an die eine Folge, an der wir drei Wölfe innerhalb einer Reise begegnet sind, die quasi jedes Mal vor uns irgendwo hervorgekrochen kamen, ne, wo das Gewehr kaputt gegangen ist. Das ist seither jetzt in dem Ausmaß nicht mehr passiert. Wir sind zwar schon Wölfen begegnet, aber nicht mehr so, dass die uns quasi regelrecht fast schon ins Gesicht gesprungen wären, indem wir einfach nur um die Ecke gegangen sind. Was heißt, dass wir da echt Pech hatten. Also wirklich Murphys Law zugeschlagen hat. Ja, was schief gehen kann, wird schief gehen. Könnte fast das Motto dieses Spiels sein. Statt The Long Dark, Murphys Law. And Ice. Oder On the Rocks. Murphys Law on the Rocks. Das gefällt mir.
Das beschreibt wunderbar die Situation, in der wir uns befinden. So, wir kommen hier gerade eben ganz gut durch. Man könnte ja fast meinen, wir sind allein. Was wir ja nicht sind, aber gerade eben geht's. Ich wette, der ist total. Ich wollte es gerade sagen, ich wette, der ist total fertig mit der Welt. Ich denke, wenn wir dort sind, werden wir ein kleines Nickerchen machen, nachdem wir die Sachen mitgenommen haben. Wir haben ja unsere Bedroll. Und dann machen wir uns, bevor es dunkel wird, auf dem Heimweg. Und dann gucken wir einfach, wie lange wir es noch machen, und dann ist auch gut. So zumindest der Plan, der wahrscheinlich von einem Wolf durchkreuzt wird. So, was haben wir denn da noch? Ein paar Boots, Socken. Ja, das lassen wir da. Das nehmen wir noch mit. Ja, wir haben tatsächlich noch Platz. Bin jetzt überrascht. So. Aber vielleicht schaffen wir das sogar noch. Ich versuch's. Wir sind jetzt noch nicht so müde. Das könnten wir tatsächlich sogar noch schaffen, bevor wir völlig erschöpft sind. Weil der gegähnt hat, dachte ich, der wäre schon richtig müde, aber das geht ja noch. Give it a try, give it a try. Versuch macht klug. Wahrscheinlich ist das jetzt der fatale Fehler, den ich mache. Dann bin ich so 50 Meter vor der Hütte, bin erschöpft, dadurch überladen, weil nur noch 15 Kilogramm Maximalgewicht erlaubt ist, und dann kommt ein Wolf und wir können nicht wegrennen. Aber dann haben wir ja immer noch die Flair. Ich hoffe einfach, dass er noch genauso effizient kämpfen kann, wenn er müde ist. Wenn er angegriffen wird. Als ob er fit wäre. Ich werde es jetzt nicht provozieren herauszufinden, aber ich, ja, werde es jetzt auch nicht künstlich herauszögern. Was passieren wird, wird passieren, so oder so.